Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns noch einmal Müsli-Adventskalender an, denn die haben echt so viele da und ich möchte einige euch einfach mal zeigen. Und wenn du Bock auf den Deluxe-Adventskalender hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich freue mich wie Bolle über diese Kooperation, also vielen, vielen Dank, liebes MyMüsli-Team, dass ihr mir diesen krassen Adventskalender zugeschickt habt. Und deswegen möchte ich auch gerne euch ein bisschen an meiner Freude teilhaben lassen. Und zwar gibt es in diesem Video ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket von mir zu gewinnen. Ich mache das immer sehr, sehr liebevoll, würde ich sagen. Also ich bekomme immer sehr positives Feedback dafür. Da ist auch immer ein ordentlicher Wert immer drin, aber halt auch wirklich gut bunt gemixte Produkte. Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schaut gerne mal rein. Und ihr könnt diesen Adventskalender günstiger bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Rabatt ist. Die wollten den nochmal anheben mit Claudi-Xmas23. Also ihr könnt super viel auf die Adventskalender sparen. Jetzt gerade kostet der 159,95. Und ich würde sagen, dieses große, wirklich schwere Schätzelein wird jetzt einfach mal geöffnet. Hier sind so Smileys drauf und Luftballons. Nee, das sind keine Luftballons, Claudi. Das sind definitiv Weihnachtskugeln. Ja. Er ist riesig, es ist ein Kläppchen-Adventskalender, er ist schwer und ich muss ihn auspacken. Ich möchte ihn auspacken. Aber eigentlich muss ich auch, wenn meine Neugierde danach ruft. Ich glaube, irgendwie jeder Adventskalender, der von meinem Müsli dieses Jahr Müsli enthält, enthält als erstes Kläppchen das Save the Ocean Müsli. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gegessen, ist wirklich super lecker. Wir haben in diesen Dingern 85 Gramm drin enthalten und wir haben hier wirklich leckere Mischungen am Start. Das ist ein Bio-Müsli mit Dinkel-Quinoa-Crunchy, Kakao-Quinoa-Crunchy und Sauerkirschen. Dieser Adventskalender ist wirklich nicht günstig, ne? Aber wir bekommen hier wirklich die absolute Vielfalt aus Food-Produkten, also aus Müsli, Porridge, Tee, aber auch tatsächlich Produkte, in denen wir das dann trinken, essen und aufbewahren können. Aber hier machen wir erstmal mit Tee weiter und da haben wir Peachy June als Mischung von Tree of Tea drin und das ist ein Früchtetee mit 30 Gramm. Den haben mein Freund und ich auch schon probiert, fanden wir eigentlich wohl ganz lecker. Ist sehr, sehr mild. Also wenn man das intensiver mag, würde ich empfehlen, da ein bisschen mehr Tee zu nehmen oder den halt ein bisschen länger ziehen zu lassen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir diese Schätzelein. Das ist ein Snack-Mix. Richtig lecker, das habe ich auch schon gegessen. Pretzel Nuts, oh mein Gott, das ist voll meins. 65 Gramm haben wir hier drin enthalten und es ist nicht ratsam, diesen Adventskalender auszupacken, wenn man Hunger hat, oder? Also ich werde natürlich jetzt nicht hier alles probieren können, weil dann kann ich hier nachher rauskugeln. Aber wir haben hier, sieht so lecker. Diese Nüsse, die man sieht, und das kannst du halt als Topping nehmen oder du kannst es halt so zwischendurch einfach mal snacken, vor allem wenn es hier so rausfällt, ne? Und da hast du so ja, Brezelstückchen, die sind halt ein bisschen salziger, aber nicht zu salzig, und Nüsse. Hier haben wir die Nummer 4. Richtig cool, da haben wir eine Originalgröße von dem Tree of Tea drin. Das ist der Garden Blossom, das ist der Kräutertee mit Pfefferminze. Den feiert mein Freund, den hat er jetzt in, also wir sind ja beide gerade, also wir sind alle eigentlich gerade etwas erkältet aktuell. Und hier sind 60 Gramm drin. Und den hat er sich dann halt immer getrunken, ne? Also er mochte den sehr gerne. Er ist eigentlich gar nicht so der Fan von Pfefferminze oder Kräutertees generell. Aber der hat ihm gut geschmeckt. Passt dann auch tatsächlich in den Adventskalender ganz gut rein, oder? Oh ja, jetzt nimmt der Adventskalender Fahrt auf, denn einen Tag vor Nikolaus haben wir dieses Riesending. Mein Müsli Almond and Caramel Cherry Porridge. Richtig, richtig groß und gut. 400 Gramm sind hier drin und da kannst du dir dein Porridge schön selber zusammenmischen und auch genau die Menge selber bestimmen. Die gibt es ja auch in diesen kleinen Geschichten, dass du halt quasi eine Portion hast, aber da kannst du halt auch mal ein bisschen raushauen hier, ne? Das ist richtig cool und das passt auch. Also Mandel, Karamell und Kirsche, das hört sich so lecker an. Also hier habe ich ganz gut was zu vernaschen und zu frühstücken und ganz egal, wenn man das isst, ne? Also auch so zwischendurch kannst du dir ja eine kleine Menge machen. Also jetzt gerade um 22.41 Uhr hätte ich auf jeden Fall Bock auf eine kleine Schale davon. Wow, an Nikolaus selber bekommen wir einen To-Go-Becher, das ist dieser hier. Und den hatte ich euch, glaube ich, im Sommer auch recht gut beworben. Da kriegst du sogar ein Free Müsli mit dem Coupon, der hier oben drin ist. Das finde ich auch schön. Ich weiß nicht, ob da Mindestbestellwert bei ist. Auf jeden Fall ist es sehr cool. Und die Farbe gefällt mir auch. Das ist so ein bisschen, ist ja nicht matt, ne? Ist auch nicht irgendwie Unifarben. Das hat so einen Glanz mit dabei. Und das ist gesparkelt. Das sind auf jeden Fall so weiße Pünktchen. Mag ich gerne leiden. Metallic Blue, siehst du? Ne?
Dann hast du auf jeden Fall dein Müsli immer auch für unterwegs mit dabei. Oder du nimmst dir einfach so eine Müsli-Geschichte mit, weil dann hast du ja auch schon den Becher mit am Start. Denn am 7. Dezember erwartet uns Apple Almond Cinnamon Crunchy. Also da hast du eine ganz tolle Mischung, die sehr, sehr weihnachtlich, sehr, sehr winterlich ist. Ne? Oh, mag ich auch, habe ich schon gegessen, kann ich empfehlen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Verheißungsvoll großes Kläppchen. Wir haben hier Nut Butter Balls drin mit Almond Chocolate. Auch sehr, 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 sehr lecker. 3 Stück sind hier drin enthalten. Ja, auch das ist im Sortiment von My Müsli zu finden. Das sind halt so Bällchen, die, ich glaube, mit Dattel ist das auch irgendwie. Ja, genau. Das sind leckere Bio-Dattel-Nusskugeln gefüllt mit Bio-Nussbutter. Das ist auch für zwischendurch super gut geeignet. Also wenn das Video gleich gedreht ist, esse ich mir eine davon. Dann ist mein Bauchknurren auf jeden Fall weg. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine weitere kleine Größe freuen. Das ist auch passend zum Adventskalender-Design Vanille-Kipferl-Porridge. Und hier haben wir 60 Gramm drin enthalten. Schaut sehr, 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 sehr ansprechend aus. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe da richtig Bock drauf. Vanille-Kipferl, ich habe mir, nachdem ich den Adventskalender ausgepackt habe, wo ich das auch das letzte Mal drin hatte, ich glaube, das war der Snack-Adventskalender, bin ich direkt am nächsten Tag zum Supermarkt gefahren und habe mir Vanille-Kipferl gekauft. Oh wow, in der Nummer 10 darf es wieder mit einem Snackmix weitergehen. Und da haben wir drin Brownie Hazelnut. Das hört sich so gut an. Ja, das ist auch auf jeden Fall was für meinen Freund, denn der ist ein totaler Fan von Nuss und Beere und hast du nicht gesehen, und von Brownies. 230 Gramm sind hier drin enthalten und das kannst du dir halt auch entweder so snacken oder du kannst es dir ganz normal über dein Müsli machen, wie auch immer du das möchtest. Ne? Ich find's cool. Der 11. Dezember enthält ein Porridge und zwar haben wir hier Chocolate Brownie Porridge, auch das wieder für meinen Freund sehr gut geeignet. 45 Gramm sind hier drin und das schaut sehr schmackhaft aus. Das ist jetzt nicht so super viel befüllt, aber du machst ja Wasser drauf und es quillt halt auch richtig auf. Ne? Und das ist tatsächlich auch sehr, sehr lecker. Also dieses Porridge von meinem Müsli finde ich einfach, es ist nicht so Haferschleim-mäßig, sondern es ist halt irgendwie... Es fühlt sich irgendwie gehaltvoller an. Genau, und wenn dir das halt nicht genug crunchy oder so ist, wobei du da ja sowieso eigentlich immer auch schon so Crunchies drin hast, kannst du dir ja die Snackmix auch mit reinmachen. Sehr viel Schoko befindet sich in diesem Adventskalender, denn auch zur Halbzeit haben wir hier ein Müsli. Super Schock von My Müsli ist das. Da hast du, ich glaube, Vollmilchschokolade, Zartbitter und Weiß oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber es sind auf jeden Fall verschiedene Schokoladensorten hier drin und das freut mein Freund definitiv. Immer wenn ihr das Ganze quasi entsorgt, Deckel abmachen, also ein Teil ist der Deckel, dann macht diese Manschette drumherum ab und dann habt ihr 3 Teile, die dann entsorgt werden über den Müll, ne? Und dann kann es besser recycelt werden. Oh, geil! Das finde ich cool. In der Nummer 13 ist hier einfach mal von Tree of Tea diese Thermobottle drin. Infuser Thermobottle, praktische Thermobottle für frisch aufgebrühten Tee. Da kannst du deinen warmen Tee oder heißen Tee halt auch einfach reinmachen. Und dann hält es auch länger warm, weil du halt diese Flasche hast. Und das ist natürlich perfekt jetzt in diesem Adventskalender, ne? Wunderschön in diesem Rose Gold. Also das finde ich extrem hübsch. Das mag ich gerne leiden. Die wird mein Freund sich sicherlich unter die Nase reißen, genau. Oh, und das ist auch super praktisch. Du hast hier, also du kannst, ich sollte Sätze von Anfang bis Ende reden. Also, wir haben hier nicht nur eine ganz normale, schöne, wunderschöne Thermobottle, Echo, sondern wir haben hier auch noch so ein Ding drin. Und zwar machst du in diese Thermobottle dein heißes Wasser und deinen losen Tee und dann machst du das Sieb hier oben rein. Und dann kannst du das ja ausgießen, das hält ja auch ganz gut fest, wenn man das richtig reinmacht, so, ne? Und dann bleibt quasi der lose Tee hier drin und das kommt dann aufgebrüht raus. Das ist so cool von der Idee her. Haben die ja auch für kalten Tee, das verwendet mein Freund auch ständig. Und das ist, oh, ich finde die so hübsch. Das ist für mich das absolute Highlight von dem Adventskalender. Das ist unglaublich hübsch. Unglaublich hübsch. Aber klar, für den Preis muss auch alles hier unglaublich toll sein. Ne? Das ist ja keine Frage. Es ist ja auch richtig viel Geld, das wir dafür bezahlen. Und ich hoffe, dass wenn ich den Wert ausrechne, dass wir da auch ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen. Mal gucken. Ja, sowas wie jetzt hier im 14. Dezember ist dann natürlich ein bisschen mau. Ne? Aber trotzdem, das ist cool vom Sortiment her. Da hätten sie vielleicht 3 von reinpacken können. Das sind diese Crunchy Bites. Hier haben wir nämlich die Super-Schock-Variante und die haben halt noch 2 weitere Varianten. Das wäre natürlich cool gewesen, aber die sind auch sehr, sehr lecker.
Am 15. Dezember bekommen wir einen Tee, den ich schon geleert habe bei uns. So lecker. Strawberry Bliss Früchtetee. Und ja, da haben wir auch 100 Gramm drin enthalten. Das heißt auch, der andere war, glaube ich, nicht 100 Gramm. Und ja, richtig, richtig lecker. Und ich finde, bei diesem Tee merkst du halt auch, dass der sehr hochwertig ist, weil du siehst auch die einzelnen Bestandteile davon. Die sind halt wirklich groß, ne? Also das ist nicht jetzt irgendwie so feingemaler Pipifax, sondern das ist halt wirklich Tee, den du sehen kannst, und das ist so geschmackslecker intensiv. Also den finde ich richtig geil. Den hat mein Freund mir auch letztens gemacht, ohne irgendwas zu süßen rein zu tun, und das hat mir richtig, richtig, richtig gut geschmeckt. Auch der 16. Dezember ist weihnachtlich befüllt und da haben wir sogar Sterne drin. Das ist geil. Christmas Cookie Granola. Ich weiß gar nicht, hatte ich das hier denn schon in anderen Adventskalendern drin? Das kommt mir nämlich tatsächlich nicht bekannt vor. 85 Gramm haben diese Müsli-Pöttchen ja immer, ne? Und ich weiß nicht, kann ich euch das zeigen? Wie komme ich denn jetzt am besten an die Sternchen ran? Da sehe ich eins. Seht ihr das auch? Guck mal. Ihr seht ja dieses Fenster, ne? Mega schön. Also Keks-Sternchen, aber auch so Schokosternchen sind da drin. Richtig süß. Richtig süß. Guck mal, da sehen wir auch einen Schokostern. Wow, es hat sich wieder bewegt. Nein. Seht ihr ihn? Sieht man den? Nee, jetzt hat er sich hingelegt. Du sollst nicht schlafen, junger Mann. Zeig dich. So kann man das gut machen. Oh Gott, kriege ich das hin? Nein, es bewegt sich. Mal gucken. Seht ihr die Sterne? Keine Ahnung. Ich habe sie gesehen. Am 17. Dezember bekommen wir ein Blueberry Vanilla Müsli Bar mit 35 Gramm. Das ist halt jetzt ähnlicher Vibe wie halt bei den Adventskalendern, die ich auspacke, die auch so um 100 Euro kosten, wo wir halt dann halt Riegel drin haben. Halt dann halt, genau. Ich hätte mir gewünscht, dass die hier dann in so ein Kläppchen vielleicht 2, 3 Riegel reinpacken, ne? Das wäre cooler gewesen, aber der schmeckt halt richtig gut. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember und da erwartet uns Christmas Schoko Crunch. Das hat mein Freund schon gegessen, fand er lecker. ja, das ist eine weihnachtliche Müsli-Mischung. Oh, mein Bauch knurrt. Und der 19. Dezember möchte jetzt so ein bisschen auch diese ganzen Geschichten ausgleichen, wo wir nur Müsli-Riegel drin hatten. Denn hier haben wir von Tree of Tea ein Teeglas in grün. Ein doppelwandiges Teeglas mit Schwebeeffekt. Ich habe da, glaube ich, schon eins von. Ja, nee, so eins habe ich noch nicht. Das sieht ja so schön aus. Ich habe das in kleiner. Aber das mag ich auch gerne leiden. Also ich mag super gerne diese doppelwandigen, ne? Das ist zum einen, dass die Finger jetzt nicht irgendwie verbrennen, wenn du dran packst. Es ist aber auch so, dass der Tee da drin länger halt heiß bleibt, ne? Was ich ganz cool finde. Das ist ein wunderschönes Teeglas, dass es heile geblieben ist. Und du bekommst hier einen gratis Tee auch mit dazu. Im Wert von 10,90 Euro steht hier. Das ist halt ein Mindestbestellwert von 15 Euro, ne? Das heißt, theoretisch musst du für 5 Euro was bestellen, aber es geht eigentlich, oder? Das habe ich schon mal gegessen, ist super lecker, hatte ich sogar in Groß schon mal da. Der 20. Dezember, Wildberry Joghurt, das mag ich richtig, richtig gerne. Und da haben wir halt Beeren und Joghurtplättchen mit dabei. Und das ist richtig lecker, ein ganz tolles Frühstück. Siehst du das, meine ich? Am 21. Dezember haben wir nämlich so eine Nut Butterball Mischung. Das wäre für alle, wo halt ein so ein Ding drin war, geil gewesen. 3x3 Stück, Cashew Strawberry, Almond Apple Cinnamon und Hazelnut Cocoa. Ne, das sind die drei verschiedenen Richtungen und die haben wir hier drin. Nicht verstecken, sei nicht so schüchtern. Und das finde ich toll. Ja, das mag ich nicht so gerne. Am 22. Dezember haben wir das Müsli Schoko Banana. Aber ich weiß, dass viele halt auf Schokobananen stehen. Bin ich so gar nicht ein Fan von, ne? Aber das ist nicht schlimm. Es muss ja nicht immer alles nach meinem Geschmack sein. Einen Tag vor Heiligabend kommen die hier nochmal mit Plum Poppy Seed Crisp Porridge um die Ecke. Und das finde ich richtig gut. Schaut so aus. Und das kann man sich halt einfach in eine Schale machen, Wasser oder Milch oder was auch immer drauf, ne? Das finde ich klasse und das passt auch wirklich so weihnachtlich, ne? Da verbinde ich auch Pflaume echt mit. Cool. Und am 24. Dezember bekommen wir einen 10-Euro-Gutschein ohne Mindestbestellwert, was ich richtig cool finde. Und dann haben wir hier das Cinnamon Snowman Müsli. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon in irgendeinem der Adventskalender. War richtig lecker. Das ist mit Schokoschneemännern und das finde ich einfach toll.
kann ich nicht anders sagen. Wir haben hier wirklich eine tolle Müsli-Geschichte in der Full-Size. Und wenn man möchte, kann man sich halt noch eine Full-Size kaufen. Und ja, Mensch, nur Schokosniemann. Die habe ich letztes Jahr schon so gefeiert. Ja, die sehen jetzt relativ puristisch aus, ne? Aber guckt euch mal an, wie geil diese Mischung auch aussieht. Das ist Müsli, wie ich es liebe. Und falls irgendein Müsli einem fehlen sollte, hat man einfach bei meinem Müsli ja die Möglichkeit, nicht nur vorgefertigte Mischungen sicher zu kaufen. Was war das? Something? Da hinten ist irgendwas umgefallen. Sondern, dass man halt auch seine ganz eigene Mischung machen kann, sodass man bei meinem Müsli auf jeden Fall auch sein perfektes Müsli findet. Und da kann man auch ein bisschen experimentieren und das finde ich sehr cool. Hier haben wir jetzt einmal den Adventskalender-Inhalt. Ich persönlich finde den Inhalt sehr, sehr cool. Für mich persönlich hätten auch gerne noch ein paar weitere Non-Food-Artikel drin sein können. Ich persönlich hätte es cool gefunden für 160 Euro, dass man zum Beispiel noch ein zweites Teeglas drin gefunden hätte. Das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht der Fall ist, ne? Weil, ja, also dann, ne, wäre halt irgendwie, ich bin halt so ein, alles muss irgendwie doppelt da sein, Mensch. Ja, aber richtig toller Inhalt. Für mich hätten auch gerne noch mehr Sachen drin sein können. Gerne in einem Kläppchen drei Riegel, gell, oder zwei Riegel, ne? Also das wäre schon cooler gewesen für den Preis, aber ich finde, er lohnt sich so oder so. Ich bin mal gespannt, wenn ich das ausrechne, welchen Wert ich jetzt für euch haben werde. Aber ich denke schon, dass wir schon über dem sein werden, was wir dafür bezahlen. Wichtig ist halt nur, dass wenn man sich jetzt, dafür mache ich ja auch das Video, ne, dass man sich anschaut, ob einem auch wirklich alles, was hier drin ist, gefällt. Gut, bei mir ist es jetzt so, dass ich sage, okay, eins dieser Produkte, nämlich die Schoko-Banana-Geschichte, ist jetzt nicht so meine Welt. Ansonsten wird alles, was hier hinter mir steht, tatsächlich auch von uns gegessen und verwendet. Und ja, deswegen, also da lohnt sich das halt definitiv. Und ja. Schaut gerne mal, ob ihr euch den selber holen möchtet, ob ihr den verschenken möchtet. Die haben aber auch noch in verschiedenen anderen Preiskategorien Adventskalender da. Dazu habe ich ja auch schon Unboxings gemacht, zu zweien von denen auf jeden Fall. Nein, zu dreien sogar. Und genau, da könnt ihr euch gerne einfach mal umschauen. Denn auch dort auf die Adventskalender gilt Claudi-Xmas23 für individuellen Rabatt. Also je nachdem, ne, welcher Adventskalender das ist, gilt dann ein entsprechender Rabatt. Ja, ne? Mir hat's gefallen. Und euch? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.